welchem Level kann man in Hatali rein? Weißt du das einmal? Wohin? In Hatali, das ist eine Inni. Hatala? Oder doch Hatali? Das weiß ich nicht. Leider eher. Ja, wenn du 15 bist. Ja, ich bin 15. Dann hätte mich das doch gewundert. Nee, wahrscheinlich bin ich auch in der Story noch nicht weit genug, um das dann zu machen. Es gibt ja einmal das eigentliche Level, was du bist, und dann gibt es halt, ne, wie in den Gilden, wie da, wo du halt für kämpfst, da diese Level-Missionen. Wahrscheinlich bin ich da einfach nur noch nicht weit genug. Und das meine ich ja damit. Ey, ich bin nicht mehr richtig. Ich bin euch eine Ene gewesen. Deswegen. Aber zumindest kann ich nicht rein. Machen wir mal. Dein erster nimmst du bald kommen. Es hört sich so an, als hat es dich richtig erwischt mit deiner Erkältung. Wieso? Na, es ist schweres Atmen, dass man durch die Nase. Deswegen ist ja richtig heftig. Nee, ich hab gar nicht so viel. Ich sag auch gar nicht, weil ich gerade mache das. Achso. Ich bin soweit hier eigentlich ganz gut. Meine Nase noch ist so ein Ding, nicht so wie ich normalerweise finde. Ja. Das ist nun nicht noch schlimmer werden, ja. Vor allen Dingen jetzt, wo das Wetter wieder besser werden soll. Und dann nicht mehr so kalt. Nee, ich war die ganze Woche krank und jetzt ist ja auf dem Weg gesund werden, was sehr toll ist. Komm, du blöder Pussard, jetzt boxe ich dich auch noch um. Immer diese Agro-Mobs hier.
Wow, schon deep die Story. Die Story kann ich schlecht sagen, weil ich die Story nicht angeguckt habe. Ja, das Mädchen ist, also da das ja nur saisonial ist oder so, dann kann man nicht so viel spoilern. Die ist eigentlich schon tot. Und die wollte eigentlich mal an dem Fest teilnehmen und wurde jedoch entführt und an den Bestbietenden verkauft. Und das, die Seele hat quasi dafür gesorgt, dass hier sind meine Reste, bringen sie zu meinem Onkel oder was auch immer. Und sorgt dafür, dass sie alle wissen, dass es mir im Jenseits dann gut geht, so ungefähr. Schon nicht schlecht. In dem Sinne, ich hab die Story nie angeguckt und meine ich auch, ich hab bisher keine Story für den Kampfspiel angeguckt, ja. Ich weiß, ja, was das doch. Spannend. Ich schau die Katzen jetzt nie an. Ich hab alle Katzen, es gibt alle. Boah, was ist das denn für eine Person? Ich kriege sofort Hass. Also die das über das Einfärben und die Projektion erklärt. Soll ich jetzt Orangensaft herkriegen? Ja. Hier gibt's nur Alk. Das bringt mir nichts. Geil. Fähre bringt mir nichts. Mist, muss ich wieder zurücklaufen. Oder habe ich das?
Are you? Oh. Hallo. Das ist doch so ein Loch, wo ich hier gelandet bin. Jo, Prost! Oh nein! Stimmt, das kann man nur als Gourmet herstellen und ich bin keiner. Jetzt. Ich bin auch doof. Was denn? Ich soll der Projektionstusnelda Orangensaft bringen. Kannst du da kaufen gleich vor Ort. Da steht irgendwo ein Crema, da kannst du ihn kaufen bei. Crema? Ja, da steht irgendwo ein Crema, warte. Ich
bin jetzt wieder zurück zum Markt gelatscht und jetzt mir da aus dem Lebensmittel-Ding da was geholt. Da, der da. Ja, toll. Wie kann ich das denn draufdrücken oder was? Aha. Aha. Was essen wir noch? Hm? Was essen? Huhn. Ja, ich frag mich das Essen machen, was aber was halt so, was so, gut, gut, gut. Wie immer gut. Sehr schön. Hab nur zwar zwei Stücken geschafft im Restaurant, aber in Rezeptmitteln. Warte mal kurz. Crema, aber in Klammern steht Reparatur. Ach, Waren. Okay, das ist ziemlich... Die macht alles in einem, okay. Was sind diese Quests? Die Lieder sind mit einem Plus dran. Ja, diese solltest du immer machen. Da kriegst du etwas dazu, ne? Das sind entweder Dungeons oder andere Sachen. Lila? Lila sind hier in der Stadt ja eigentlich nur Gildenquests. Ja, oder Klasse und Quest. Ja, das meine ich. Ja. Könnte für eine Klasse Quest fürs Dungeon sein, so einfach eine bessere Markierung sein dafür, dass man sieht. Nach Wichtigkeit. Ich glaube, ich habe eine Quest für Baden, hab die nie gemacht. Na, ich bin eigentlich schon seit knapp zwei Stunden, nach knapp einer halben Stunde dabei, meine 15er Gladiator zu machen, aber ich bin mal gespannt. Ich zum Beispiel spiele Bade und Tanner als Main beim Raiden. Hey, ich bin rein, Bade. Ich finde irgendwie cool. Ich habe mich mal im Heiler versucht. Heilen ist schwer. Komm mal drauf an. Ja, wenn man das nicht, dieses Anklicken, oder das ist nicht ziemlich. Hab ich schon fest schwerer, kommt mal drauf an. Da gibt's bestimmt auch einen Trick irgendwie, wie man sich das vereinfachen kann. Ja, wenn man die Taste, also die Spiele halt markiert, den STRG oder so. Ja, ich glaube auch eher im Optionsmenü, dass du im Kampf dann nicht die Gegner anvisieren kannst, sondern nur deine eigenen. Da kann man doch irgendwas in den Optionsmenü einstellen, habe ich gesehen. Die F-Taste kannst du drücken. Es gibt eine Möglichkeit, du kannst ihn so einstellen über Makros, dass du zum Beispiel einen Namen links fährst, auf der Gehilfe bist zum Beispiel. Ich halt mein Leistung allerdings meine Namensleistung. Hier. Das hat halt alles mit Makros da tut mir aber.
wenn du zum Beispiel mal später Fragen hast zum Baden und so weiter. Okay, dann frage ich. Kannst mich gerne ansprechen. Oder auch einige andere hier noch. Okay. Ja, momentan muss ich glaube ich einfach nur alle Tasten drücken und hoffen, dass jemand Schaden macht. Ja genau, deswegen sage ich dann später dann, wenn du Fragen hast. Na, so einfach will man sich das machen, ne? Ja. Warum nicht, wenn es einfach geht? Warum dann nicht einfach? Ein bisschen Musik. Ja, da. Ich hab grad einen Zollstock gesucht, um die Pizza auszumessen, aber ich hab keine gefunden. Wozu brauchst du diese Informationen? Ob die sich auch an die Normen halten oder wie? Weil die größer als üblich in Deutschland. In Deutschland würde man dazu XXL sagen. Polen ist das groß. Large. Ja. Also die hat schon, glaube ich, ihre 40 cm Durchmesser. Das ist eine ordentliche Zahl. Wie kann man das runterkriegen an einem Tag? So 40 cm ist doch schon recht groß. Ich kann mir vorstellen, über den Tag verteilt. Wenn du das halt zum Frühstück, Mittag und Abend hast, dann geht das. Also ich sag mal so, ich hab für heute Abend habe ich noch 2 Stücken und ich hab für morgen noch 2 Stücken. Okay. Also ich habe einen guten englischen Freund, der hat der schafft so eine Pizza im Restaurant. Ja, warum nicht, ne? In Amerika natürlich geistes, können dann da Pizzen über 40 cm groß sind, weil er noch. Aber wo ist denn die her? Ich? Polen. Wo kriegst du nur Polen? Ah, okay. Ich wohne ja direkt an der Grenze, deswegen ist das für mich kein Problem, da rüber zu fahren. Ah. Glitch. Ja. Was? Meine bessere Hälfte. Meine Ingame bessere Hälfte. Wer was? Wie wo? Okay. Bist du gerade bei ihrem Haus? Hm. Du kannst vor die Bäume da hoch. Okay, Bäume. Ach, da ja, sie war den Savannenbaum, ne? Nee, hä? Da. Ah, I see. Oh, scheiße. Oben noch höher.
Ja, eigentlich gerade. Was ist los? Was zu essen machen. Bis gleich. Bis dann. Bis gleich.